Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und Niggemeier, Treffpunkt Küche. Geschäftlich in Salzkotten, eine Aktion von Salzkotten Marketing und dem Selzer TV. Das Frisieren und Stylen ist die große Leidenschaft von Saskia Greve. Seit Anfang des Jahres ist die 37-Jährige nun als mobile Friseurmeisterin in Salzkotten und Umgebung auf Tour. Die Verschönerung ihrer Kunden liegt ihr dabei besonders am Herzen. Erstens ist es natürlich eine Verschönerung der Menschen. Die Menschen sind danach meistens sehr zufrieden und glücklich. Das wollen wir ja alle. Ja, nach außen hin trägt man ja auch gewisse optische Merkmale und die kann ich dadurch natürlich auch sehr gut hervorheben und Typen entsprechend auch, ja, Typveränderung sagt man immer, aber eigentlich ist es nicht so gut, eine Typveränderung anzustreben, sondern eher eine Typverbesserung und eine Typunterstreichung. Die Angebotspalette der Hobbysportlerin ist dabei genauso umfangreich wie das Angebot in einem stationären Salon. Im Zuhause der Kunden macht die Friseurmeisterin dann deren Wünsche wahr. Ich biete das volle Programm an, Haare schneiden, Extensions mache ich zusätzlich, Make-up, Augenpflege, Schnitte, Dauerwellen, Strähnen, Balayage, das volle Programm. Ein Vorteil in ihrem mobilen Friseursalon sieht Saskia Greve in der großen Flexibilität, was Arbeitszeit und Friseurtermine angeht. Meine Arbeitszeiten sind von montags bis Samstag. Ich teile mir das so ein bisschen ein, dass ich mittags auch schon mal ein Stündchen zu Hause bin. Prinzipiell bin ich von 8 Uhr bis 18 Uhr bereit. Oftmals ist es halt auch abends, was natürlich den ganzen Familien auch sehr zugute kommt. Ja, man kann mich telefonisch erreichen, per Instagram. Ich habe eine Homepage und auch per Facebook. Seit 1999 übt die Salzkottnerin ihren Beruf aus. Mit der Selbstständigkeit hat sie sich einen lang gehegten Traum erfüllt. Doch die ambitionierte Jungunternehmerin hat noch weitere Ziele. So möchte sie mittelfristig auch das Wimpernlifting in ihr Angebot aufnehmen, eine Kooperation mit dem Fitnessstudio Fit for Fun aufbauen und nach dem Ende der Corona-Schutzmaßnahmen auch Friseurpartys mit ins Programm nehmen. Bei so einer Gelegenheit können sich mehrere Personen gleichzeitig stylen lassen, zum Beispiel im Vorfeld einer Hochzeit oder Party. Saskia Greve, eine junge Friseurmeisterin mit vielen Ideen, auf den Selzer Straßen unterwegs. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips.